Moin Leute, Trimax hier. Heute mit dem nächsten Sneak Peek. Und ich kann euch versprechen, die nächsten Tage wird es noch weitere geben. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, um nichts zu verpassen. So, ihr seht es schon, es gibt zwei neue Kisten. Beide werden im Thronzyklus erscheinen. Das heißt, man kann sie umsonst freischalten. Ähnlich selten, ich kann mir vorstellen, dass die Legendary Chest, das ist hier die linke, ähnlich selten vorkommt wie die Super Magical Chest. Aber wenn sie da vorkommt, kann man sich richtig freuen. Ja, aber wir fangen erstmal mit der Epic Chest an. Ich glaube, die heißt so. Auch die wird im Shop erscheinen und man wird sie freischalten können, umsonst, ganz normal im Thronzyklus. Und ja, es werden einfach nur 10 epische Karten drin sein. Ich werde das Ganze jetzt mal öffnen und wir schauen, was drin ist, wie das Ding aussieht. Ich finde auch schon die Designs beider Kisten sehr nice. So, öffnen wir die erste epische Truhe. Bevor jetzt wieder so viele Leute fragen, warum ich das jetzt schon machen kann, das ist ein Developer-Account. Der wird mir von Supercell zur Verfügung gestellt, damit ich euch das Ganze vorstellen kann. Ah, okay, es sind 10 Karten drin, aber man bekommt verschiedene epische Karten. Das ist natürlich eine gute Sache. Okay, das waren jetzt 10 epische Karten. Ja, wenn man noch irgendwie, weiß ich nicht, 3 epische Karten braucht, um eine Karte abzugraden, könnte sich das auf jeden Fall lohnen, wenn man nur auf epische Karten geht. Da wird das Ding richtig geil werden. Ich bin auch mal gespannt, wie oft das Ding erscheinen wird im Thronzyklus. Vielleicht ähnlich wie eine Giant Chest, alle 100 Karten im Schnitt oder irgendwie sowas. Alle 100 Kisten, meine ich. Oder ob das Ding so ultra selten vorkommt. Und wie teuer wird das? Wie teuer wird die Kiste im Shop sein? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so schätzt, wie viel diese Kiste kosten wird. Einfach nur 10 epische Karten, ohne was anderes. So, kommen wir jetzt zur Legendary Chest. Auch die kann man umsonst bekommen. Und wenn man die bekommt, dann kann man sich richtig freuen. Da ist nämlich nur eine einzige Karte drin. Und das ist eine legendäre Karte. Auch das werden wir jetzt mal öffnen. Und schauen, was drin ist. Um das Teil zu öffnen, braucht man wieder einen Tag oder 144 Juwelen. Die Juwelen fehlen uns auf jeden Fall nicht auf dem Developer-Account. Ihr seht es rechts oben. 1,6 Millionen Juwelen. Wäre natürlich ein Traum auf normalen Account. Okay, wir öffnen das Ding. Was haben wir drin? Die Prinzessin. Okay, und ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie diese Kisten im Shop erscheinen werden. Wie teuer die sind. Wenn man sich einfach so eine Legendary Card kaufen kann. Wie viel Geld? Wie viel Geld würde sich das lohnen? Ich kann es nicht genau abschätzen, wie viele Juwelen das sein werden. Aber ich glaube so 30, 40 Euro oder ist das zu billig? Ich weiß es nicht. Schreibt da auch das mal in die Kommentare, wie ihr das einschätzt, wie teuer diese Kiste sein wird. Die Epic Chest kann man schon ab Level 1 ziehen. Ab Arena 1 ist ja klar, es gibt über epische Karten. Die Legendary Chest, die kann man erst ab 1100 Trophäen ziehen, wenn man halt in der Arena ist, wo es die erste Legendary Card gibt. Das wäre in diesem Fall den Lava-Hund. Okay, das war's soweit. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um demnächst nichts zu verpassen. Da wird noch richtig viel kommen. Ich würde es euch am liebsten jetzt schon erzählen, aber das darf ich leider noch nicht. Die Änderung finde ich schon mal sehr, sehr geil. Und da gibt es auch ganz, ganz sicher ein fettes Chest-Opening auf meinem Kanal. Okay, das war's soweit. Schreibt eure Meinung mal bitte in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video oder im nächsten Stream. Alles klar, Leute. Haut rein.